Ach nee, das müsste ich von dieses. Ja, Sägeblatt bräuchte ich. Hier kriegen wir nichts mehr her. Ohne Sägeblatt. Das ist doof. Was ist das? Ach, er geht in Deckung. Okay. Das war ein Schuss in den Ofen, würde ich sagen. Wann lehme ich eigentlich auf? Okay. Tag 11. Bitte nicht überfallen worden. Gut. Dann geh pennen. Roman geht auch pennen. Hungrig, sie ist nicht mehr verletzt, das ist dufte. Müde, nicht mehr müde. Wir lassen jetzt die Katja mal noch ausschlafen. Doof, dass wir keine Materialien gefunden haben. Ich hoffe fest, dass der Händler heute vorbeikommt. Dass wir unseren Alkohol tauschen können. Derzeit stellen wir nochmal Wasser her, weil Wasser, wie gesagt, kriegt man nie genug. Das brauchen wir fürs Kochen. Komm schon, Händler, bitte. Wenn man ihn einmal braucht, ne? Ich sehe es kaum, dass wir das Buch verbrennen müssen. So, warte mal vor der Tür und hoffe, dass der Händler kommt. Ja. Tut mir leid, dass letzten ein, zwei Tage nichts kam. Ich habe vergessen aufzunehmen. Beziehungsweise hatte nicht wirklich die Zeit. Ja, ich versuche regelmäßig ein, zwei Videos rauszuhauen, jeden Tag. Wenn es mal nicht klappt, seid mir nicht böse, dann hat es halt nicht funktioniert. Feuer herstellen. Na, die pennen alle. Schlafen hast. Ja, dann hat es halt nicht funktioniert. Gibt es auch mal, dass es halt nicht hinhaut von der Zeit her. Weil ich arbeite ja auch. Ja, jetzt stehst du auf. Jetzt, wo es nicht mehr zu tun gibt. Das ist klar. Du auch. Die pennt locker weiter. Gut. Ja, wie gesagt, ich arbeite halt auch und gucken, wie das mit der Zeit hinhaut. Aber mal gucken. Mal gucken. Ja, also mich freut es wirklich, dass ihr das Projekt so feiert. Und wollte dafür auch mal Danke sagen. Kritik, wie auch immer, immer in die Kommentare. Und ja, eben. Schreibt mal in die Kommentare, was für ein nächstes Projekt ihr euch wünschen würdet. Weil ich will ja auch ein bisschen auf eure Wünsche eingehen. Ja, nicht kalt. Wir müssen nur hoffen, dass wir bald Brennmaterialien finden, weil ich denke, der Winter lässt nicht mehr ewig auf sich warten. Ich glaube, wir haben jetzt kein Material mehr, um so ein Ding zu bauen, ne? Nein, Mist. Dann denke ich, werden wir uns diese Nacht in Gefahrenzone begeben müssen. Dieser verdammte Händler, ne? Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr euch als nächstes Projekt wünschen würdet.
kann eigentlich so ziemlich alles sein, außer ein Horrorspiel. Horrorspiele spiele ich nicht. Weil ich bin verdammter Schisser, was das anbelangt. Ja, und ohne Facecam ist sowieso nicht witzig. Und das würde ich nicht machen. Ja, ich bin noch ein bisschen müde. Falls ihr euch über das Game fragt. Ja, hilft nichts, Tag beenden, ne? Die eine Hälfte ist eine Ruine, in der anderen leben allerdings Leute, die scheinen feindselig zu sein. Nachts werden ab und zu Schüsse aus der Richtung abgefeuert. Wahrscheinlich können wir Vorräte suchen. Wenn wir am bewohnten Teil vorbeikommen könnten. Das heißt, wir müssen durch den bewohnten Teil durch. Das ist Kaka. In die Schule können wir nicht, weil da kriegen wir nichts her. Du schläfst im Bett, mein Freund. Ob du wache stehst und du plündest, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir jetzt überlegen. Eine Menge Waffen. Tankstelle. Ja, weißt du was? Dann gehen wir in die Tankstelle. Besser Waffen, etwas Teile, also nix. Geh mal ohne alles. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich hätte irgendwas verwechselt, aber ist okay. Ja, nimm mal mit, das können wir verbrennen im schlimmsten Fall. Ist auch wieder so. Gut, ich glaube, wir können jetzt ein Beil herstellen und dann könnten wir unsere Möbel klein hauen. Das wäre eine Option. Und ein Tisch ist eine Nachbarin. Nachricht. Nicht wirklich versteckt, aber sie könnte leicht übersehen werden. Der Handschrift nach zu urteilen, muss sie von einer Frau geschrieben worden sein, in aller Eile. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Ich konnte nicht länger warten. Ich habe etwas Schmuck in den Büchern versteckt. Suche im Keller nach ihm. In den Kartons hinter der verriegelten Tür. Benutze ihn. Bleib am Leben. Bitte. Gott beschütze dich. Es tut mir leid. Im Keller. Ich hoffe auf dieser Seite, ne? Nein, natürlich nicht. Wäre viel zu einfach. Das ist doof, Mann. Wir brauchen Sägeblätter. Nehmen wir das noch mit. Oh, Holz. Super. Nachher werden dieses Gebäude hier komplett eigentlich gelootet. Super. Eigentlich nicht mal so eine schlechte Nacht. Gibt schlimmere. Gucken, dass wir nichts übersehen. Kannst du das kaputt hauen? Nein, kannst nicht. Dann geh mal heim. Ja, besser als nächstes, ne? Stopp. Da ist noch was. Wären wir fast dran vorbeigerannt. Da ist noch eine Nachricht. Lies mal. Auf dem frischen Grab liegt eine sorgsam gefaltete kleine Origami-Blume. Die ID eines Mannes namens Milos. Ah, das heißt, er ist tot. Und der Nachricht da. Also, Nachricht hat sie geschrieben, er soll am Leben bleiben und er ist, glaube ich, tot. Oder die Nachricht kam und sie ist nochmal zurückgekommen, um ihn zu begraben. Oder er, oder was auch immer. Ja, ein paar nette Dinge. Hätte besser ausfallen können, aber naja. Immerhin wurden wir nicht ausgeraubt. Katja steht wieder. Er ist traurig. Wieso, mein Freund? Sie sind alle sehr hungrig. Oh, Essen.
Wir werden das jetzt mal als, nicht als Köder benutzen, weil Alta Katja geht mal essen und dann soll der liebe Mensch hier gleich mal kochen. Ja, du kriegst aber keine weitere Portion, du kannst jetzt erstmal Alkohol holen. Wir brauchen Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Ich will jetzt erstmal ein Beil herstellen, damit ich die Möbel klein hauen kann. Mir fehlen noch zwei Waffenteile. Mist. Verdammte Axt. Dann hau rein. Was brauche ich dafür? Zwei Feuer. Jetzt könnte dieser verdammte Händler mal aufkreuzen, damit ich ihm mein Alkohol andrehen kann. So, Amigo, koche. Walte deines Amtes. Dann kannst du dir die erste Portion direkt mal reinhauen. Ich habe zu wenig von den Materialien. Ich bräuchte jetzt. Ah. So, Tanja. It's your turn. Ja, ich habe einen Haufen Alkohol, was ich dir verkaufen kann. Ja, ja. So. Dann zeig mal her. Erstmal zwei von denen. Sehr großzügig. Na dann. Gib ihm. Wir brauchen noch einen Köder. Sehr großzügig wieder. Ha. Reicht nicht. Mal einen von denen? Oh! Na, Mist. Gut, dann geben wir erstmal die drei Alkohol. Handeln. Und jetzt kriegst du noch mehr Alkohol von mir. Wo ist er? Da. Was will ich im Tausch dafür? Ich will davon. Reichlich. Nein, davon nicht. Dann. Ne. Großzügig. Nein, großzügig bin ich nicht. Was? Wir haben den Alkohol wieder eingesteckt. Okay. Ja, mit dem können wir gut handeln. Das ist gut. Handeln. Und jetzt will ich noch mehr. Gib mir Holz. Was? Ich gebe dir zwei Alkohol dafür. Aber ich will mehr Holz. Holz, 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 Holz. Großzügig. Dann gib mir was zu essen. Im Ernst jetzt? Alter. Hm. Willst du das? Oder das? Das kriegst du nicht? Davon? Geiler Scheiß. Ich will jetzt nämlich noch Essen aushandeln. Davon. Gibst du mir davon? Ernst jetzt? Okay. Ich habe mich auf beschäftigt gestellt. Ich weiß nicht, wieso das trotzdem hier aufploppt. Tut mir leid. Was wollen wir noch? Was ist davon? Reicht nicht. Wie viel von denen? Oh, okay. Ja gut. Ich glaube, wir waren ziemlich erfolgreich, würde ich mal schätzen. Ja, Zucker. Zucker könnte ich noch. Gut, nehmen wir noch 5 Zucker.
handeln. Jetzt bleib mal stehen. Bleib mal da. Jetzt mach mal eine Axt. Sägeblatt. Super, wir können auch ein Sägeblatt herstellen. Geil. Hast du noch Waffenteile? Du hast sogar noch Waffenteile. Können wir sowieso noch, nicht? Wobei... Dein Ernst? Bist... Okay. Ist das so verdammt wertvoll? Davon? Nein, schade. Wasser? Auch nicht, okay. Ja, ich habe gescheckt, das Black 4591 Arma 3 Spiel. Ja gut, dann ich glaube, war's das. Das war ja mal ultrast erfolgreich. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Wir müssen etwas zu... Wir haben ja jetzt zu essen. Du bist sehr hungrig, du kriegst erstmal sowas und du kriegst ein Dosenfutter. Und du gehst Köder auslegen. Und zwar das Fleisch. Hungrig, hungrig, hungrig und hungrig. Wir brauchen Feufeu. Mach mal zwei. Dann kannst du und du gehst Sachen klein hauen. Da. Du hast null. Stellen wir mal her. Oh, warte. Warte. Erstmal Sägeblätter. Ich will Sägeblätter. Zwei Stück. Herstellen. Wo war das nochmal? Wir gehen mit denen gleich plündern. Mit den Sägeblättern. Stell mal Alkohol her, meine Dame. Und du, mein Freund, geh Wasser machen. Oder sie geht Wasser machen. Eigentlich wurscht. Geh du mal Sachen klein hauen. Dufte! Es gibt ja Holz, also Brennsachen in dem Falle. Und Holz, das ist mega. Super, dann haben wir ja dann auch genug Brennstoff, um den Ofen einzuheizen. Meinte ich, mit der Axt könnt ihr das alles einstampfen. Alles nehmen. Und wenn ihr euch verbaut habt, könnt ihr das auch wegnehmen. Den Stuhl lassen wir jetzt erstmal da. Den lassen wir mal. Dann ist es das eigentlich. Und es ist auch gleich wieder Nacht. Deshalb geh mal ins Haus und mach die Tür zu. So, wie machen wir das denn jetzt? Also Pavle geht plündern, das ist schon mal klar. Und zwar